Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 3 mit den Chaos-Zwergen. Wir sind weiterhin hier, direkt gegenüber von Kolek, der ein bisschen Stress mit uns haben wollte. Mir wurde übrigens gesagt, dass das mit einem der Gebiete hier zu tun hat. War es der Eisspeier? Irgendeins von denen hat Kolek so richtig geil im Visier. Und wenn man das vor ihm wegnimmt, dann endet das meistens immer in der Kriegserklärung. Ah gut. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich muss mich erstmal ein bisschen einfinden, weil ich jetzt privat ja noch eine andere Runde ein bisschen spiele. Grundsätzlich, ich weiß, ich habe mich ja im Süden gegen die Orks vorbereitet und wurde im Norden immer wieder genervt. Jetzt habe ich mich hier zurückgezogen, um zu sagen, jetzt bin ich da mal vorbereitet. Die Schneesturmspitze ist eine Fabrik, ne? Sehr gut. Weil, wenn ich eins mittlerweile rausgefunden habe, dann, dass die normalen Minen eine grottige Verteidigung haben. Mit den Fabriken sieht es ein bisschen besser aus. Die grundsätzliche Verteidigung geht eigentlich. Dreimal Zwerge, ein paar Orkarbeiter. Ob das hier gegen reicht, glaube ich, weniger. Will ich das pushen? Für den Fall, dass der angreift. Kann der? Nee, der kann nicht so eine gar nicht her, wie es aussieht. Gut. Okay. Gab's, ich glaube, ansonsten habe ich diese Runde abgeschlossen, ne? Sieht soweit ganz gut aus. Ressourcen würde ich gerne sparen. Hier sind wir ganz gut dabei. Was sagt meine Arbeiterverteilung? Oh, wer schreit denn hier so? Pass nach Osten habe ich ein bisschen Arbeiterüberschuss. Da könnte ich ein bisschen was beschleunigen. Aber da ist jetzt nichts, was sich wirklich lohnt zu beschleunigen. Was mir übrigens empfohlen wurde, sehr, sehr eindringlich, ist mit den Goblins. Genau das wollte ich noch machen. Dann nehmen wir doch die Festung hier, ne? Ich reiß das mal ab und baue es nochmal neu. Weil wir bekommen anscheinend nur diesen Hobgoblin-Helden, wenn wir selbst das Gebäude bauen, ist nicht geschenkt. Ah, das habe ich, glaube ich, selbst gebaut, oder? Das müsste ich selbst gebaut haben. Das habe ich doch nicht geschenkt gekriegt, oder? Ah, ich bin mir gerade unsicher. Ah, ich gehe mal her und reiß das mal ab. Baue hier mal weiter auf. Dass ich hier das Stufe 2 Gebäude mache. Und sobald ich das habe, sollte ich die Quest bekommen, dass ich 8 Hobgoblins haben soll, dass ich diesen legendären Held holen kann. Okay. Ja, mehr geht, glaube ich, gerade sowieso nicht, oder? Passt soweit, alles gut. Das habe ich gebaut, weil es eine Quest war. Karawanen darf ich wieder eine losschicken. Meister der Stierzentauren. Ja, weißt du was? Du gehst mal wieder. Das größte Problem bei Karawanen, soweit ich das mitbekommen habe, man hat nicht wirklich mehr die Möglichkeiten, so weitere Chaos-Zwerg-Einheiten dazu zu holen. Oder sowas wie Stierzentauren. Meistens kann man sich so Oge rekrutieren oder eben irgendwelche, wie hier Mammuts oder so Zeug. Aber weitere gescheiterte Chaos-Zwerg-Einheiten kommen da leider nicht mehr dazu. Ja. Ich hätte gerne entweder Arbeitskraft oder ich hätte gerne. Hier wäre Arbeitskraft zumindest schon mal. Arbeitskraft oder Waren. Aber Arbeitskraft ist auch erstmal immer gut. Lohnt sich. Hol mal ran da. Oh, Moment, das war. Oh, shit. Oh, shit, ich schicke die Karawane mitten durchs. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen aggressiver sein gegen Kolek. Denn da kommt bald meine Karawane durch. Ja, das habe ich. Egal. Wird schon werden. Ganz vergessen. Karawane durch Feindgebiet zu schicken, ist nicht mehr die allertollste und cleverste Idee. Da muss ich Astragorf drum kümmern und mein Kastrierer hier, der kann ja nach Süden ein bisschen aufpassen. Konklaveneinfluss ist wichtig, der Hammer ist wichtig. Oh, das sind alles gute Sachen. Verdammt! Hör auf damit! Gib mir nicht so. Mach das nicht so verlockend, ich muss meine Karawane schützen. Ich geh schon mal ein bisschen. So, wohin wollte ich hier. Ach stimmt, da war es wegen den Skaven. Ja, ich erinnere mich, da sind doch Skaven durchgekommen, die jetzt hier wieder weggedroschen wurden und deswegen bin ich doch schnell zurück. Mit dieser komplett weirden Schlacht. Ja, ich erinnere mich. Man passt ein bisschen auf, der Typ ist zurückgegangen, das ist in Ordnung. Hier ist
Jetzt wieder der Platz frei geworden. Ich baue das Gebäude einfach nochmal und schau mal, wie es dann wird. Im Übrigen, was mir auch aufgefallen ist mit den Chaos-Zwergen beim selbst zu privat spielen, Karstag ist ziemlich schwierig, die richtig expansiv zu spielen, also richtig Gebiete einzunehmen. Da ich habe mich immer öfter dabei erwischt, dass ich wirklich sage, okay, ich muss jetzt mal pausieren und die Gebiete ausbauen, weil das braucht eine ganze Weile, gerade mit dem Ressourcenmanagement, dass du wirklich mal die Gebäude gescheit ausgebaut, die ganzen Gebiete gescheit ausgebaut bekommst. Und wenn du dann wirklich immer mehr Gebiete hast und deine Arbeit immer weiter aufteilen musst und dann auch die Ressourcen, und das wird immer schwieriger, je mehr Gebiete du hast. Deswegen muss ich das wirklich langsam und etappenweise machen. Das heißt, ich werde dann auch wirklich eine Zeit lang wahrscheinlich erstmal Gegner nur plündern oder so. Und ausrauben, um einfach Arbeiter und Ressourcen zu bekommen, anstelle gleich Dinge einzunehmen. Weil die Sache ist die, wenn ich gegnerische Gebiete einnehme, normalerweise habe ich Plündern und Besetzen beispielsweise oder Ausrauben immer gelassen, weil es halt die Stufe der Stadt reduziert und wenn ich die dann später einnehme, dann habe ich mir ja quasi ins eigene Fleisch geschnitten. Bei den Chaoszwergen kolonisierst du eh immer nur auf Stufe 1. Von daher kannst du auch vorher plündern, so weit du lustig bist. Beziehungsweise du kannst Tür kolonisieren, die Türme, aber nur wenn du Konklaveneinfluss reinsteckst, und das hat ja nichts damit zu tun. Zurück zum Turm. Da haben wir noch einen Platz frei für zufällige Waffen oder Rüstungsunterstützung. Oh ja, ist ganz okay, aber ich glaube, ich möchte hier dann was haben. Mein erster Kopf, dann mich doch rüber zur Questschlacht zu teleportieren, wäre eine ganz gute Idee. Und war nicht noch irgendwas von wegen... Irgendjemand hat mal gemeint, dass es noch eine Quest gab, irgendwas zu plündern vom Besetzen, aber ich glaube, das habe ich letztens schon gemacht. Schauen wir erstmal noch. Reißt folgende Siedlung ein oder robbt sie aus? Ja, das ist der schwarze Hammer, das ist klar. Dann die soll ausgeraubt werden. Und das war's schon. Ja, wenn ich jetzt nicht gerade zwei Fronten hätte, könnte ich mich da ein bisschen besser konzentrieren. Irgendwas in Diplomatie gerade für mich? Chaos. Okay, halt. Irgendjemand will Frieden. Das wäre kurzfristig, gehe ich mal, die allerschlechteste Idee. Die Herr... Kolek will Frieden. Vorübergehend würde ich sagen, ja, dann muss ich mich nicht mehr entscheiden, ob ich hoch oder runter gehe, sondern kann mich mehr um Grimgor kümmern. Komm, nehmen wir das mal an. Gib mir Geld! Dankeschön. Sehr nett. Das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir jetzt hier erstmal Ruhe. Und ich kann mich jetzt... Meine Karawane jetzt kommt jetzt sicher durch. Und ich kann mich gen Süden wenden. Oh, halt, Moment mal, Verschlingerfels gehört ja dem. Oh, okay, es ist eh zum Glück ein Vier-Region-Gebiet, aber trotzdem, ich muss gestehen, ich hätte das schon gerne vollständig. Das bedeutet, sobald wir mit den Orks fertig sind, die ein Tier weggedroschen haben, Kolek, ich komme zurück zu dir. Bis dann sind die 10 Runden eh vorbei. Für Diplomatiestrafe. So, bessere Minen. Rekrutierungskosten. Und Unterhalt für die Lammers hier und die ganzen Tauri. Oh, ganz nett, ja. Ich weiß halt nicht, ob ich die großartig einsetzen werde. Man kann es aber mal mitnehmen, wenn man schon mal so einen Bonus bekommt, ne? Vielleicht kann ich die ja auch ergänzend... Vielleicht könnte ich die sogar ergänzend einsetzen zu meinen Stierzentauren, wenn ich mal welche machen will. Weil ich glaube, ich wollte mit Astrakow, glaube ich, auf die Stierzentauren später mal gehen, ne? Da war was. Es hieß, zumindest hat jemand gemeint, dass es ein sehr guter Doomsdeck ist, ihn mit Stierzentauren zu spielen. Und vielleicht ein paar Chaos-Zwerg-Donnerbüchsen noch dazu. Aber dann, das ist ein bisschen schwierig, weil die Stierzentauren sind sehr mobil, die Donnerbüchsen sind sehr langsam. Da muss man den Gegner mal kommen lassen. Mit diesen Flugeinheiten oder sowas könnte das ein bisschen besser klappen, vielleicht. Schauen wir mal. Jetzt mal eine andere Sache. Weitere Rohmaterialien. Klingt ganz nett, aber wir sind schon mal ganz gut dabei. Ich würde mal gucken, dass ich hier pushe, dass ich die Konversationsrate, die Rate verbessere, dass mehr Rohmaterialien einfach reinkommen für die Arbeitskraft, die ich habe. Finde ich besser, statt noch mehr Arbeitskraft zu verbrauchen. Weil Arbeitskraft ist tatsächlich wichtig. Man kommt nur über die Karawanen ran und wenn man Gegner besiegt. Und wenn gerade in der Zeit lang mal gerade kein Gegner da ist, hat man ein bisschen Probleme. Dann geht es nur über die Karawanen noch besser und gut rein. Ja gut, und plündern, glaube ich. Ich glaube, plündern war es noch.
So, gucken wir mal, ob alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Auch jetzt mit dem Goblin-Helden. Weil wenn ich den hab, könnte meine zweite Armee sehr schnell sehr effektiv werden. Das für sehr geringe Kosten. Dann müssen wir noch die Billo-Goblin-Arbeiter durch Hobgoblins ersetzen und dann wird alles gut. Tut mir übrigens leid, wenn meine Stimme ein bisschen rau klingt. Aus irgendeinem Grund habe ich mich ein bisschen... Weiß ich mal, dass ich krank bin. Ich habe mich kurz vor der Aufnahme verschluckt und das hängt irgendwie immer noch im Hals. Krieg gegen Clan Ferrik beitreten. Och nö. Was denn jetzt? Konvoi-Begegnung. Ein Schlund auf der Straße. Ohne Warnung tat sich ein Abgrund in der Erde von unserem Konvoi auf, der sich zu einem klaffenden Mund mit messerscharfen Zähnen formte. Zahlreiche Stimmen flüstern in den Köpfen der Krieger und wiederholen immer wieder den gleichen Satz. Fütter mich, dann soll euch überwältigende Macht zu eigen werden. Alter, wer hat denn Emirs Mutter wieder auf dem Weg liegen lassen? Na gut, okay. Wir könnten Macht bekommen für 10 Runden. Ganz nette Buffs, aber gerade Chaos-Zwergentrieger? Nee. Hätten sie gesagt, vielleicht ein Hobgoblin-Trupp. Okay, aber Chaos-Zwergentrieger, wenn ich sowieso schon so wenig Chaos-Zwerg-Einheiten hier in dem Ding habe, ne, ignorieren wir den Typen. Das beste aller Handelsabkommen. Ein wohlhabender Chaos-Zwerg mit goldenen Hut. Ja, er trägt tatsächlich einen. Tritt vor uns und bietet uns, so behauptet er, eines der besten Handelsabkommen der Geschichte der Handelsabkommen an. Ja, das sagt jeder Händler, wenn man mit ihm spricht und er ein bisschen manipulativ sein will. Kann er wirklich die Wahrheit sprechen oder ist er einfach nur ein Wassock, der sein Glück herausfordert? Und damit offen gesagt auch sein Überleben. Waffen nehmen, Arbeitskräfte nehmen, Gold nehmen und Öl nehmen. Ressourcen für Geld, die sind da verschenkt sie ja fast. Schusswaffen für politische Gefallen? Was für eine ausgezeichnete Idee. Arbeitskräfte für Ressourcen, nur Dummköpfe würden da nicht zuschlagen. Und Gold. Geld für Schusswaffen? Wie können wir da schon Nein sagen? Geld für Rohmaterialien klingt eigentlich nach einer ganz guten Idee. Oder Ausrüstung für... Nee, halt, Moment. Einfach... Oh, nee. Politische Gefallen. Nee, die Sitze würde ich mir gerne schon sichern. Ich würde wahrscheinlich das Öl nehmen. Und hätte dafür gern mehr Rohmaterialien. Ach, guck mal. Ja, jetzt haben wir es bekommen, jetzt wo ich das andere... Ich muss echt ein Gebäude neu selbst bauen, statt immer die zu übernehmen. Alles klar. Hier, Gordots Rückenbecher, da haben wir ihn. Habe ich ihn jetzt gekriegt? Oder muss ich ihn rekrutieren? Ich habe nämlich jetzt die... Ich habe die ja schon fertig jetzt. Ne, ich glaube, der kommt von selbst, wenn ich das... Aber ich habe das Ziel erfüllt. Wo ist der jetzt? Ah, da ist er. Ja, wunderbar. Der kommt mir in meine zweite Armee. Das wird nämlich hauptsächlich eine Hobgoblin-Zentrierte werden. Alles gut. Und apropos Hobgoblin-Zentriert, ich glaube, da können wir auch mal allgemein jetzt ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Hier geht mal ein bisschen zusammen. Hier geht noch ein bisschen zusammen. Und dann... 7... Ich könnte Reiter mitnehmen von den Hobgoblins, aber ne, komm, ich bleib mal hier bei 1, 2, 3. Und dann wird der Rest mit Halsabschneidern und Gitzen aufgefüllt, dass wir noch ein bisschen Nahkämpfer haben. Die werden tatsächlich stark, die werden so stark wie durchschnittliche Tier 3 Infanterie, also schon wirklich wie, nicht nur Zwergenkrieger, sondern wirklich schon die stärkeren Zwergenkrieger von uns. Also auf diesem Niveau sind die dann von ihren Kampfwerten. Also das ist schon echt übel. Und die Bogenschützen sind dann auch sehr, sehr stark. Also damit ihr mal kurz einen Einblick habt, wie der die Einheiten bufft. Hier, spießt hier, der bufft einfach mal Nahkampfangriff, Waffenstärke für alle Hauptgoblins. Er bufft hier Geschossstärke und Munition. Er bufft Nahkampfabwehr und Geschossresistenz für alle Hauptgoblins. Und dann noch Geschwindigkeit und Angriffsbonus. Und gibt dann noch eine extra Fähigkeit, dass er nochmal Halsabschneider beschwören kann. Das ist schon echt böse, was er alles machen kann. Ich wünschte, es gäbe mehr legendäre Helden im Spiel. Vielleicht machen die das jetzt nachträglich, dass immer mehr reinkommen. Ich bin ja auch der Meinung übrigens, dass Gotrik und Felix, die es ja hier im Spiel gibt, mehr legendäre Helden sein sollten, statt Kommandanten. Das ist, Kommandanten passt irgendwie nicht zu denen. Vielleicht wird es auch noch überarbeitet irgendwann. Ja, jetzt haben wir die Rohmaterialien, um wieder ein Gebäude zu buffen. Hier sind wir schon auf Stufe 4, damit bin ich erstmal glücklich oder haben wir irgendein besonderes Gebäude? Gucken wir mal ganz kurz.
Nee, es ist nur hier die uralte Innenstadt. Oh, nochmal Unterhalt für Stürzentaucher nochmal verringert. Das ist gut, wenn wir dann da später einen kleinen Stack aufbauen wollen. Aber ansonsten haben wir dann nur die. Ja gut, okay. Ich meine, die Schmelzöfen könnten sich auch noch lohnen. Aber ich glaube, ich mache lieber ein anderes Gebiet auf Stufe 4. Haben wir da irgendwelche großen Boni? Nicht wirklich. Hier gibt es keine besonderen Gebäude, wo ich sagen würde, dass es sich so sehr lohnt. Da hätte ich lieber erstmal den Einäscherer. Schneide an die Rohmaterialien. Alles, was die Conversion Rate verbessert. Dass man aus der gleichen Anzahl Arbeiter mehr Ressourcen rausholt, beziehungsweise mit weniger Materialien mehr Gebäude, mehr Waffen macht und sonst irgendwas. Das ist immer eine gute Idee. Das Ganze effektiver zu gestalten. Beziehungsweise effizienter. So sehr dringt das gar nicht auf die höhere Stufe. Da hätte ich lieber erstmal den Einäscherer. Ja, genau. Ich meine, ich könnte hier natürlich auch schon hergehen und einige Hobgoblins rüberschieben. Und selbst mal ein paar andere Einheiten. Ich habe doch gerade diese Kuhwiesen gesehen. Komm, mach die doch mal. Ich sehe, ich habe ja selbst einen Riesentaurus bei mir jetzt schon drin. Also in der Hinsicht lohnt sich schon mal ein kleines bisschen. Oh nee, jetzt muss ich ja auch noch. Jetzt macht es noch diplomatische Probleme dadurch. Okay, weißt du was? Du gehst zurück. Du passt hier auf, dass keine Orks durchkommen. Und du gehst hier entlang. Holst dir vielleicht hier nochmal ein paar andere Einheiten. Wenn ich das schon mal mache, dann könnte ich auch wirklich hergehen und sagen, ich hau die ganzen weg und gebe dir jetzt die ganzen Goblins-Nahkämpfer, die ich hier habe. Die Bogenschützen kann ich erstmal drin lassen. Als Lückenfüller. Fünf Stück wären das. Okay. Dann kriegt er einfach noch die ganzen Einheiten, die hier sind. Vielleicht noch einen Trupp Hobgoblins dazu. Und ich brüste mich auch nochmal ein bisschen neu aus für den Kampf gegen Grimgorg. Und dann geht die Party ab. Was ich mir dann noch gebe, vielleicht noch ein paar Zwergenkriegereinheiten. Vielleicht mal. Ja, vielleicht gucken, kann ich mir bis dahin noch ein paar mehr von diesen lustigen Taurus-Einheiten da gönnen. Was willst denn du? Auf, lasst uns einen Pakt mit dem Blut Unschuldiger unterzeichnen und mit den Gebeinen eurer Vorväter besiegeln. Alles klar, Edgy McEdgelord, der Handelspakt ist besiegelt. Eine Quotendublone habe ich mir noch genommen. Passt. So, Ausrüstungskapazität. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Kriegsruf hier mit den Sachen. Da wären nochmal schöne Artillerieverbesserungen. Die sind auf jeden Fall auch nett. Aber aktuell habe ich noch nicht so viel Artillerie. Hier könnten wir jede Menge Verbesserungen machen für meine Stierzentauren. Aber aktuell habe ich noch nicht so viel davon. Ich würde mal sagen, Industrie weiter zu buffen könnte gut sein. Vor allem hier können wir nochmal Baukosten verbessern. Eisen, Holzproduktion. Wo war es nochmal? Hier Arbeiter. Genau, Arbeitslastanforderung für Rohmaterialien. Und erhalten Arbeitskraft nach Schlacht. Das ist auch wichtig, um früh dann eine gute Infrastruktur aufzubauen, wie ich finde. Hier waren zwar auch ein paar ganz interessante Sachen da. Ja, genau, zum Beispiel für die höheren Quoten, dass wir mehr bekommen. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Ich glaube, das lohnt sich schon. Okay, ich merke gerade, geldtechnisch. Könnte das alles noch ein paar Probleme bereiten. So. Zeitausdruck auf trotzdem noch ein paar Bogenschützen dabei. Die kann man immer mal haben. Ansonsten brauche ich jetzt mal wieder Geld.
Ich meine, wenn ich ein bisschen... Eigentlich brauche ich den hier auch gar nicht mehr, ne? Ich muss nur aufpassen, dass mir die Ochs jetzt irgendwo reinfallen. Oh. Ich hätte zuerst den Verschlingerfels einnehmen müssen und dann das Friedensabkommen machen sollen. Das wäre besser und klüger gewesen. Ja, Goldeinkommen zu erhöhen wäre eine gute Idee. Hier könnte ich ja auch nochmal machen. Von 450 auf 600. Und eventuell gehen noch ein paar Handelsabkommen. Scheiße, jetzt wo du hier fertig bist, tu mal das Einberufungslager weg, dann kann ich hier nochmal einen Schatzhaufen machen quasi. Gut. Gut, gut, gut. Nö, danke. Eure paar schmutzigen Barbaren könnt ihr gerne behalten. Gibt's noch irgendwas? Hm, guck mal an. Jetzt könnte ich nicht... Nee, nicht Angriffspakt mit Kolek lasse ich mal. Archa. Jetzt ist Archaon da drüben. Jetzt ist er... Jetzt ist Archaon da drüben. Ja, ich meine natürlich, ich könnte jetzt einfach hergehen und sagen, klar, jetzt ist Archaon hier, der hat gerade Kolek weggenatzt hier, seinen Vasall. Jetzt ist Archaon für mich ein kleines bisschen ein Schutzschild. Jetzt könnte ich dann demnächst Kolek einfach wieder den Krieg erklären und hätte Archaon hier einfach als Schutzschild. Dann könnte ich nämlich das da unten einfach nehmen und gut ist. Zumindest sofern Archaon da nicht durchgeht und das, dann müsste, wer auch immer das hier unten besitzt, demnächst wird mein Ziel. Ich hoffe, wir verstehen uns. Schutzbündnis mit Village. Also, nehmen wir es nicht. Andererseits, wenn Kefame jetzt den Krieg erklären sollte oder irgendwelche Typen da hinten, wegen Schutzbündnis ist das jetzt auch nicht so das Schlimme. Aber, vorsichtig bleiben. Ikugax Davi breche. Ja, da fühlt man sich echt wohl in der Nähe. Nee, lass mal gut sein. Kolek. Kollege, lass mal gut sein. Okay. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Und da kommt ein bisschen was rein. Das könnte wieder ein bisschen meine Geldgelüste stillen. Was sagen meine Arbeiter? Pass nach Osten sieht sehr, sehr gut aus. Hier könnte man ein bisschen mehr Kontrolle haben. Da könnte ich vielleicht wirklich Exempel statuieren. Kurz sage ich, hier dazu können wir das übrigens auch schön einsetzen. Konklaveneinfluss ist eigentlich auch ganz nett. Aber wisst ihr was? Wir machen mal kurz Konklaveneinfluss. Das können wir immer wieder gebrauchen. An der Stelle, wir haben eh noch gute Arbeiter übrig. Dann würde ich hier vielleicht für Ordnung... Andererseits ist es noch nicht so schlimm. Es ist noch nicht so dringend. Aber ich habe immer noch ein bisschen was über, um vielleicht ein bisschen was zu pushen. Pushen wir mal das hier fertig. Weil dann können wir jetzt nämlich... Todeskreischer. Ja, nice. Die Raketenartillerie, die mag ich eigentlich. Dann werde ich jetzt hier wahrscheinlich gar keine Waffen produzieren, zumindest vorerst. Sondern dann hat sich der Pass nach Osten rein auf Rohmaterialien spezialisiert. Diese Fabrik ist nur da, um den Eissperr zu unterstützen, dass der schneller produzieren kann. Entsprechend müsste ich dann hier den Minenschacht noch verbessern, auf jeden Fall. Und ein bisschen Salz für Handel ist auch nicht verkehrt. Machen wir mal das. Das Problem ist, das Gebäude für die... Doch, das Gebäude für die Stierzentauren habe ich gebaut. Die mit den Zweihandaffen-Waffen sollen... Die Zweihandaffen... Die mit den Zweihandaffen sollen wirklich sehr, 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 sehr stark sein. Also eine der die stärkste Anti-Large-Kavallerie aktuell im Spiel, soweit ich das weiß. Und trotz, dass sie Anti-Large sind, sind sie selbst gegen Infanterie noch effektiv. Aber wir könnten als Infanteriezerstörer trotzdem ein paar von den Doppelechsen mitnehmen. Die normalen, die sollten es eigentlich auch sehr gut tun erstmal. Lamassu und Unheilstaurus können wir vielleicht auch mit reinmischen. Dann können wir aus ihm eine sehr mobile Armee machen, weil er ist ja auch ziemlich flink. Der kann da fast mithalten, dass er da einfach mitstürmt quasi. Und dann haben wir da so einen schönen Stack. Ein bisschen Artillerie kann man ja trotzdem mitnehmen. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wird unsere Gobbo-Horde.
Und dann hätte ich später gerne wirklich viele Artillerielastige. Vor allem diese Kurde. Ich muss sagen, ich mag die Todeskreischer, diese Raketenartillerie. Vor allem bei Stadtbelagerung. Du kannst die Gegner so heftig ausdünnen damit. Eine Chaoszwerge, eine der wenigen Fraktionen, vor allem Schießpulverfraktionen, bei denen ich gerne Belagerungsschlachten gespielt habe jetzt. Also ich habe immer mal wieder ein paar gemacht in die letzte Zeit. Und irgendwie gerade mit den Todeskreischern. Es macht Spaß. Es macht schon Laune. So, du bringst mir mal... Was bringst du mir denn? Waffen. Waffen für... das ist eine gute Rate, mit der wir neue Arbeitskräfte bekommen. Hol mal ran da. Lass mich raten, ich habe euch schon ewig nicht befördert. Kapazität geht gerade besser nicht. Machen wir Verkaufswert. Okay. Ja, jetzt brauche ich trotzdem genug Geld, um mir meine zweite nächste Armee zu leisten. Ich merke gerade, ich bin ein kleines bisschen im Dilemma. Vor allem, solange es jetzt der Fall ist, dass... Ja, ich kann jetzt so schnell Kolek nicht nochmal den Krieg erklären. Hi. Was machst du? Bist du einer von... Eisspeier. Eine automatische Bohrmaschine ist außer Kontrolle geraten und wurde kürzlich gesichtet, wie sie sich zu einer unserer Siedlungen gräbt. Selbstredend wird es Nachforschungen, Schauprozesse und brutale öffentliche Hinrichtungen geben, nachdem sich der Staub gelegt hat. Aber was sollen wir jetzt sofort gegen das Druidenheer unternehmen? Oh, nicht eingreifen, die Maschine zerstören. Ja, komm, zerstör die Maschine. Der Bohrer muss aufgehalten werden, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Schick die Arbeiter in den Tunnel, um die Maschine zu zerstören. Ist in Ordnung. Besser als wenn es ein teures Gebäude kaputt geht, das mich vielleicht eine Reparatur sogar noch mehr kostet. Rohmaterialien sehen jetzt aktuell sehr, sehr gut aus. Jetzt muss ich mich wirklich mehr gerade ums Geld kümmern. Waffen. Das könnte ich mir sogar leisten, das Upgrade. Machen wir mal. Je früher ich dann die richtig guten Sachen machen kann, desto besser. Nur erstmal leisten können, ist das Problem. Was sagt denn der Turm? Ah, hallo. Bauzeit für alle Gebäude, Konklaven 1 plus, plus 1 für Fabriksiedlungsgebäude. Davon habe ich noch viel zu wenig, als dass ich das jetzt aktuell rentieren würde. In der Frachtkapazität ganz nett. Kapazität 100 plus 1 alle 4 Runden für eine zufällig ausgewählte Nahkampfinfanterie oder Geschossinfanterie. Plus 1 immer einfach so zufällig. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir irgendwann richtig viel Chaos drauf übernehmen können. Die Terrorbeben-Mörser-Batterie, ja, das hat man schon mal gesehen. Zorn von Zars auch wieder. Also aktive Fähigkeiten für die Schlacht. Beschwört Feuergeborene. Kapazität für zukünftige Einheit Stierzentauren, Kedai oder fliegende Monster. Das wäre gut für Astragov. Die sind, glaube ich, sogar teurer. Flamme und Schatten. Ah, das ist aber wirklich nur für den Kommandanten immer, ne? Armeefähigkeit. Einsätze 2. Einsätze 1 pro Schlacht. Das kann natürlich auch viel bringen. Aber ich glaube, die Kapazitäten automatisch zu erhöhen und damit Waffen zu sparen, ist gut. Die Frage ist bloß, ob ich jetzt erstmal die Stierzentauren und Kedai und sowas machen will oder erstmal die Infanterie. Und Geschosseinheiten. Machen wir mal die. Dann muss ich weniger freischalten für Astragov vielleicht, wenn alles gut geht. Ich bin gerade überlegen, wie ich die Armee jetzt auffülle. Von nix kommt nix, ne? I am the Tempest. What could you offer me? 6 Runden noch, damit ich keine Verlässlichkeitsstrafen habe. Wer bist du? Lord of War. Wer bist du? Ah nee, ach, du gehörst zur Archan. Okay, alles klar. Ich dachte zuerst, du bist ein Vasal. Ist in Ordnung. Da ist Kolek persönlich. Das sollte denn eigentlich raustreten können. Ich will jetzt nicht, dass Archan das Ding einnimmt. Aber gut, andererseits, Archan kann ich uneingeschränkt an den Krieg erklären. Es wird verflochten und verworren und alles.
Aktuell passiert gerade nicht allzu viel. Ich würde gerne mal weiter plündern. Das macht mich ein bisschen fertig. Was willst denn du, Village? Ein Schutzbündnis? Nö. Wildes Mammut? Nein, danke. Ach, guck mal. Jetzt haben wir einfach mal schon mal für einen Zerstörer von Ketai nochmal einen Bonus bekommen. Ist in Ordnung. So, hier könnte ich jetzt nochmal Einheiten in dieser Richtung rekrutieren. Wir haben bloß nicht sehr viele Waffen, um irgendwas zu mehr. Gut, wir können gerade eh nicht sehr viel tun. Ich könnte mir noch ein bis zwei Trupps Zwergenkrieger einfach dazu nehmen. Und dann ist gut. Ich meine, unsere Armee ist ganz gut aufgestellt. Wir bräuchten halt wirklich ein bisschen... ja, mehr. Ich meine, ich kann es auch einfach nur Orgarbeiter mit auffüllen, den Rest. Würde sich auch... würde aber auch noch okay. Wir haben Kanonen, um Schaden zu machen. Wir haben Donnerbüchsen. Wir haben ein paar Hoppelbogenschützen. Die Stierzentauren und Zerstörer mit Doppel-Echsen machen auch gut Schaden. Wir haben eigentlich genug, was uns gut Damage macht, dass wir nicht unbedingt darauf angewiesen sind, jetzt noch mehr zu haben. Na komm, dann fülle ich jetzt mit Billo-Zeug auf. Das kann ich mir wenigstens leisten, sagen wir es mal so. Besser als hier ewig rumzustehen und zu warten, bis ich die Armee-Gescheit auffüllen kann. Zwei Orks, die nochmal extra die Flanken sichern, ist okay. Und der Rest sind einfach noch Billo-Goblins, die uns da vorne stehen. Dann bin ich wenigstens in zwei Runden mit der Einsatzbereite, um da was zu holen und zu plündern. Das ist alles, das sind alles Opportunitätskosten hier. Zeiten, in der ich nicht plündern kann. Oh, werten wir mal hier ein bisschen auf. Ja, Arbeiter. Wir können da wieder neue Arbeiter gebrauchen, ne? Okay, aber bei dir kann ich noch nicht. Da. Ich meine, bei ihm können wir wenigstens auch ein paar Upgrades noch machen für verschiedene Sachen. Auf jeden Fall schön und gut. Nur leider gibt es hier nicht so viele Einheiten, die wir da bei ihm bestimmen können. Okay, weiter geht die Party. Ja, was auch immer. Oh Gott, wir sind schon über eine halbe Stunde drin. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts erreicht heute. Gut, okay, Frieden mit Kolek, dann ein bisschen Ruhe. Also, es geht schon. Eine kürzliche Eruption hat eine unerwartete Gelegenheit für den Konvoi geschaffen. Eine Landbrücke aus halbgeschmolzenen Steinen, durchsetzt von Lavaspalten und ätzenden Gasen. Wir können uns einen Weg durch diese raue, brennende Landschaft bahnen und unser Ziel eher erreichen. Doch die Hitze könnte das Leben einiger unserer schwächeren Besatzungsmitglieder frühzeitig beenden. Verschleiß. Ach komm, normale, wir haben es nicht so dringend. Kriegsherr von Zart. Was hat er sich genommen? Das da. Meine Armeefähigkeit. Oh. Ja gut, ja gut. Könnte schlimmer sein, aber trotzdem gemein. Okay, nächste Runde sind wir wieder einsatzbereit. Dann würde ich da mal ein bisschen rüber. Warum ist der denn jetzt? Jetzt ist Kolek weg. Jetzt ist Kolek hier echt weg. Jetzt lässt er sich hier echt den Verschlingerfels wegnehmen. Ja, dann muss ich Archaon den Krieg erklären dann.
Ich habe Archan. Habe ich mit Archan irgendeinen Deal? Dominanz! For now! Haben wir nicht Angriffspakt? Yes. Anscheinend. Nee, halt. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, okay, wir haben nur ein Handelsabkommen, glaube ich. Ja. Okay, ja, das... Ja, gut, da rechts stand ja auch Abkommen, meine Güte. Manchmal ist man so einfach so spontan blind. Gut, geht ja. Wenn das mein Plan ist, dann vergesse ich vielleicht doch meinen... Komm mal vor, normale Goblins kann hier... Ich gehe wieder hier vor. Man macht das dann von hier. Dann kläre ich dem den Krieg, der zuerst den Verschlingerfels einnimmt und macht dann von dort aus bei Nox weiter, weil es da mich durchzuschleusen und dann irgendwie im Hinterland... Nee, 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 nee. Jetzt machen wir es mal direkt. Kaffeesack lauwarm. Ach, ist noch trinkbar. Jetzt willst du wieder. Der hat mitgehört, der Typ. Ne, 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 ne. Wenn jemand sagt, bitte vertrag, dass du mich nicht angreifst, und derjenige lehnt ab. Das ist doch eigentlich auch schon eine Nachricht, oder? Okay, wir haben eine Konvoibegegnung mit hungrigen Dämonen. Zwischen den Reichen hin und herauszureisen macht hungrig, wenn man die Dämonen, den Dämonen, denen wir begegnet sind, Glauben schenken darf. Ihr könntet ihnen helfen, ihren gewaltigen Appetit zu stillen und dadurch hoffentlich einen Kampf zu vermeiden. Doch ihr Tod würde ihren Hunger ebenso beenden. Ich meine, die Einheit Verfluchter passt eh nicht so ganz zu meiner Armee rein. Andererseits sollten wir das ganz gut hinbekommen. Meine Zwergenkrieger sollten mit den Chaos-Typen so halbwegs gut fertig werden. Vor allem haben wir eine leichte Überzahl. Meine Schützen sollten den Riesen einfach zerschroten, genau wie die Trolle. Meine Ogerfielfrau, sie können auch was machen. Komm, wir tragen die Schlacht aus. Ich hätte sogar eine mannhafte Niederlage, wenn wir es automatisch machen. Dann haben wir eine Schlacht zu schlagen. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen extra Geld durch die Schlacht. Plus, hier... Extra Geld und zusätzlich noch. Wahrscheinlich ein paar Arbeiter, wenn alles gut läuft. Egal, Gezieferschwall. So. Kein Goblin-Trash. Wir haben ein paar Verfluchte, die uns als Trash dienen können gerade. Das finde ich nett. Viel Frost mit den Pistolen können auch ein bisschen Schaden anrichten. Auf eine ähnliche Art und Weise. Verfluchte sind einfach nochmal ein extra Layer von der Frontal. Hier sichert mir die Flanken ein bisschen ab. Und dann läuft es soweit. Darf ich sagen, dass mir das gar nicht gefällt, dass wir hier diesen Hügel haben? Am liebsten wäre ich ihn etwas so aufgestellt. Von dort aus sollten wir eigentlich gut schießen können, auch mit unseren Fernkämpfern. Was haben wir hier eigentlich? Dornenschild. Feuerspein. Geschosszauber. 90 Meter. Nahkampfschaden, Reflexion. Ja doch, das ist eine ganz gute Sichtlinie. Das ist okay, akzeptabel. Halbwegs akzeptabel. Wir
Viel Spaß mit meinen Zwergenkriegern. Ich hoffe, ihr beißt euch die Zähne aus. Oh, das kam instant. Oh, das war ganz okay. So, ihr habt mal ein bisschen Damage Absorb. So, das könnte wahrscheinlich reichen, wenn die Ogre da drauf schießen. Ihr schießt einfach mal auf das andere Zeug. Das ist uncool. Okay, ich schieße mal mit auf den Chaosriesen, der geht mir ein bisschen zu langsam runter. Ja, das sieht schon besser aus. Schaut mal, dass ihr die Chaosbrüder wischt. Die sind eigentlich groß genug, dass ihr die hier treffen solltet. Okay, ihr trefft ein paar Verfluchte, aber... Berufsrisiko, würde ich sagen. Als Untote. So, hier soll er eigentlich wunderbar seitlich reinschießen können. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, echt das gleiche hier. Die Verfluchten könnte ich mal ein bisschen zurückziehen. Ich bin dann doch mal so beherzt. Kommandant darf auch mal mitmachen. Das sieht gut aus soweit. So, sehr gut. Die Ogre gehen mal darüber. Dann gibt's mal noch ein bisschen Damage Reflex für... Für euch. Obwohl, naja, bis dahin sind die schon auch weg. Was soll's. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Die Man-Eater können jetzt noch ein bisschen hinterherlaufen und schießen. Dass wir die Verluste noch maximieren. Macht mal den Chaos-Troller noch restlich down. Könnt ihr eigentlich in Bewegung schießen? Ja, könnt ihr. Das ist ja praktisch. Dann könnt ihr die noch wunderbar jagen, die Gegner. Beziehungsweise seid ihr auch schneller als die meisten Chaos-Dudes. So, die kriegen wir auf jeden Fall down und im Idealfall den Kommandanten dann auch noch. Niemand überlebt! Den war noch restlich down, wunderbar. Der ist noch abgeknallt worden, so nebenbei. Zack, der ebenfalls. Zack, 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 zack. Nom, 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 nom. Die restlichen werden abgeknallt, bitte. Läuft wunderbar. Wir haben fast komplett... Oh Gott, der hat die einholen können. Wie langsam seid ihr bitte? Tatsache, die haben weniger Geschwindigkeit. Nur leider hat er es nicht ganz killen können. Nicht genug zumindest. Mal gucken, was mir die Schlacht zum Ende gebracht hat.
Ja, komm, dann lass mal die drei. Ja, das sah nicht schlecht aus. Man merkt, alles mit Bum Bum macht eine Menge Schaden. Aber ich rede natürlich vom Eis. Mal gucken, was es mir gebracht hat am Ende. Wie ein feuriger Blitz stieß er vom dunklen Himmel hinab. Aha. Hm. 127 Arbeitskraft, Schatzkammer. Nehmen wir mal die Arbeitskraft. Noch extra. Dankeschön, sehr freundlich. Ja, wunderbar. Hat sich doch gelohnt. Eisspeierüberflutung. Och nö. Minus 50% Einkommen und. Oh. Aber nur von dort aus, oder? Wie gut, dass ich genau dort vorbei muss. Nervig. Ja, das hat jetzt wieder seinen tollen Vasallen gegeben. Klasse gemacht, Kolek. Moment mal, Archaon hat sein Wasser gegeben. Das ist Archaons Wasser. Ach du liebe Zeit, der sitzt ja alles dort. Na gut, ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye-bye.